Shalom zusammen. Es gibt viele Auslegungen über das Mahlzeichen des Tieres, das in der Drangsal sozusagen aktiviert wird, doch viele Auslegungen sucht man außerhalb der Bibel, obwohl die Antwort in der Bibel selbst steht. Über das Mahlzeichen heißt es unter anderem in Offenbarung 14 ab Vers 9: Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken. Das Mahlzeichen des Tieres befindet sich auf der Hand oder auf der Stirn, also über den Augen. Schauen wir mal, was das Volk Gottes auf der Hand und über den Augen haben soll. So heißt es im 5. Buch Mose, Kapitel 11, ab Vers 1. So sollst du nun den Herrn, deinen Gott, lieben und seine Ordnung, seine Satzungen, seine Rechtsbestimmungen und Gebote halten alle Zeit. Und bindet sie zum Zeichen auf eure Hand, und sie sollen zum Erinnerungszeichen über euren Augen sein, also auf der Stirn. Die Liebe zu Gott besteht also durch das Halten der Gebote Gottes, woran sich auch im Neuen Bund nichts geändert hat, denn auch im Neuen Testament besteht die Liebe zu Gott, laut 1. Johannesbrief Kapitel 5 Vers 3, dadurch, dass wir die Gebote Gottes halten, die wir auf der Hand und über den Augen haben sollen, damit wir sie tun und nicht vergessen. Über den Antichristen heißt es im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, ab Vers 7, Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, nämlich der Antichrist, den der Herr, Jesus, verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Das Mahlzeichen des Tieres ist ebenfalls ein Geheimnis, das viele Christen nicht lüften können, weil sie die Gesetzlosigkeit lehren und praktizieren, wonach die Gebote des Gesetzes aufgelöst wären, obwohl Jesus genau das Gegenteil lehrte, denn in Lukas 16, Vers 17 sagte Jesus, Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein einziges Strichlein des Gesetzes falle. Der Antichrist wird nicht nur im Neuen Testament als der Gesetzlose bezeichnet, sondern auch im Alten Testament, denn in Hesekiel 21, ab Vers 30 steht geschrieben, Was aber dich betrifft, du entweihter Gesetzloser, du Fürst Israels, dessen Tag kommt zur Zeit der Sünde des Endes, nämlich in der Endzeit, so spricht Gott der Herr, fort mit dem Kopfbund, herunter mit der Krone. Wer also in der Drangsal an der Gesetzlosigkeit festhält, anstatt das Gesetz Gottes festzuhalten, der läuft Gefahr, das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen und damit das ewige Leben zu verspielen. Deswegen erwähne ich dieses Thema immer wieder, weil es schließlich um alles oder nichts geht, auch wenn die meisten Christen lieber die Gesetzlosigkeit lehren und praktizieren. Lieber Menschengebote statt Gebote Gottes, das wird Konsequenzen haben in der Drangsal. In diesem Sinne, lasst euch warnen, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt das Video, abonniert gerne den Kanal und zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel, und zwar die ganze Bibel, und fragen Sie Gott um Erkenntnis, denn Gott ist glaubwürdig und die Wahrheit kommt ans Tageslicht, der König der Könige, der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus. Amen und Gott segne euch.